Herzlich willkommen wieder zu Total War Warhammer 3, The Vampire Coast, besser gesagt als Count Noctulus. Wir können immer noch weiter fliehen. Ach, muss Stance wechseln. Ja, während der uns verfolgt und hoffentlich ein bisschen Nutrition bekommt. Können wir hier noch heilen? Benutze ich das zum Reparieren, nimmst Money. So. Oh, hier gibt es einen Schatz. Oder vielleicht einen Kampf. Ich glaube, es ist auch eine Möglichkeit, dass es hier Kampf gibt. Aber wir können auch hier ein bisschen Money bekommen. Oder Items? Ich sammle die nicht so oft ein und weiß es danach. Oh nein. Der hat unser Ding gesehen, unsere Stadt. Aber wie gesagt, der kommt schon dazwischen. Jetzt müssen wir die Elfen ausschalten. Defeat a great foe. Oh, das ist wirklich ein great foe. Hoffentlich schaffen unsere Morde das. Ich habe da keine Artillerie gesehen. Also müssen wir das eigentlich hinkriegen. Und vielleicht können wir den auch ein bisschen aufleveln. Wenn wir den die Trash-Units von den reinrennen lassen. Ja, in Death oder Death wollen wir sie nicht reinlassen. Da ist die Gegner, schau mir, okay. Kann ich hier weiter noch hin? Nee. Gunnery Mob. Und da rein rennen sollst du. Und du kitest hoffentlich auch ein bisschen für uns. Aber ein bisschen zu weit vorne. Bisschen zu weit vorne. Das ist auch eine der besten Units, die wir kriegen können. Und halt der besten Heroes, meiner Meinung nach. Also vor allem die Vampire Coast überhaupt starke Heroes. Muss man sagen. Vor allem wird der hier nicht so schnell gefangen in irgendwelchen Unit-Plops und kommt da raus. Aber von denen wollen wir nicht angegriffen werden. Wir sind stark gegen den. Könntest du bitte gehen, please? Gehen die alle auf den Helden? Machen wir doch erstmal so. Und ihr schießt so auf den Helden. Dann kann ich immer noch ein bisschen kiten. So.
Ja, guter Schuss. Wir wollen wieder uns um deren Range kümmern. Woher bekommt ihr gerade Schaden? Annihilation. Ja, deren Anti-Large-Zeug macht uns schon Schaden. Alle sind am Feuer, ja. Ein bisschen zurück. Du vernichtest die. Au, 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 au. Schieß den weg. Schieß den weg. Wen schießt du? Bist da drauf? Schieß noch den weg. So, wo bist du? Du bist hier hinten. Die mag ich natürlich nicht auf dir. Die Anti-Large sollte nicht auf unsere Large Units gehen. Ich weiß, sehr smart von mir. Das zu wissen. Eine Heilung haben wir noch. Unser Gunnery Mob schießt da drauf. Okay, der Rest zerfällt. Okay, er kam für uns. In Battle. Alle ausgelöscht, weil sie untot waren und zerfallen. 66 Losses. Kann man mit leben. Ich hoffe, ich kann das jetzt auch benutzen, um hier ein bisschen Units zu rekrutieren. Vor allem ein, zwei davon wären nice. Double Replenishment kann ich mir ein bisschen holen, okay. Count Noctilus Reigns. Okay, ist aber leider nichts davon in den Unit Pool. Bisschen noch. Hiervon. Lucky Charm. Gebe ich dir ein bisschen Missile Resistance. Brauchen wir gegen die Elfen. Oh, Ward Safe. Daher. Der ist halt einfach eine sehr gute Anti-Infanterie-Maschine. Und wir können hier repairen. So.
Kann ich hier Verteidigung bauen? Nein. Das ist das meiste, was du an Verteidigung hast, aber bringt nicht viel. Control Growth. Der geht hier hin. Da muss ich ihn vorstoppen. Und hier taucht wahrscheinlich auch gleich die andere Fleet auf, oder? Ich möchte sie nicht zerstören, aber wenn ich vielleicht... Die hauen alle ab. Huch. Können sie da alle abhauen? Dann... Ja, hole ich mir doch das Zeug. Hallo. Du bist hier. Was machst du denn hier? Gibt's nicht auch was, was dich regeneriert mit Zeit? Nee. Du willst mich jetzt aber nicht angreifen, oder? Nein. Komm. Ich bin doch ganz friendly. Er hat mich nicht angegriffen. Er zieht sich zurück. Oh. Na dann. Dann ist ja nochmal alles gut gelaufen. Wir müssen nur ein paar Piraten angreifen. Und es geht. Komm. Und ich hoffe, dass die Orks da was machen können. Natürlich hätte ich hier gerne noch mehr Pirate Outcoves. Nein. Nein, ich möchte gerne... euren Income. Das hier. Hätte gern einen Teil von Lawrence Income. Es ist halt einfach... Ich habe in der Elfenhauptstadt, das ist ja deren Hauptstadt, bekomme ich jetzt einfach einen Teil... habe ich einfach einen Teil... deren Einkommen, deren Geld, was sie hier produzieren, bekomme ich einfach einen Teil davon. Das ist halt Premium. So. My Lord, desires a change in your mutual relations. Ja, ich will mich eigentlich nicht so mitzlandisch einlassen, aber die kämpfen da gegen die Elfen. Wir sind nicht freundlich mit den Elfen. Feind meines Feindes. Und so weiter und so fort. Ich schaue hier immer, vielleicht hier dann plötzlich ein Schiff auftaucht. Aber die haben wahrscheinlich sehr viel zu tun hier mit den Orks. Und Slaanesh ist ja auch da oben. Ja, die Orks und Slaanesh, die müssen wahrscheinlich selbst Kriege führen. Und haben nicht die Wahl, uns so lange zu verfolgen. Da, Riddles. Ich glaube, wir müssen hier drauf gehen, wo die riesige Echse ist und graben. Na, schauen wir mal. Ja, hier ist auch noch ein... Nee. Another enemy. Ah, okay, da ist einer. Warte, was? Ein was? Another enemy? Ja, aber ich möchte jetzt keinen Krieg mit denen erklären. To be honest. Da ist er wieder. In seiner Hauptstadt. Okay. Das sind Ex-Menschen, Menschen. Keiner von denen ist wirklich gut, mit uns zu sprechen. Aber... Wenn du dich nicht hierhin bewegst, sondern hier mit denen kämpfst, sind wir relativ safe.
fight this prize. Count Noctilus reigns. Hunt for now. Muss ich da hochlaufen? Das sind natürlich. Wir sind natürlich unsere stärkste Fast-Einheit. Wir sind auch nicht schlecht, ja. Das haben sie ja, glaube ich, so ein bisschen genervt. Das hier ist auch nicht schlecht. Ja, Gewalt, das ist hier auch nicht schlecht, gell? Hm. Mortar, komm, bisschen Mortar-Damage verbessern. Was ist eigentlich die Mission über dieser Stadt? Wahrscheinlich zu zerstören oder raiden? Kann ich mir vorstellen. A heavy blow. Race or sack or settlement belonging to any of the following enemies of the Awakened. Race or sack, okay. Only a miserably hard. Fishery. Oh. Okay, da war nicht die Treasury. Wir haben trotzdem was bekommen. Noch mehr Schaden für unsere Mortar. Für Lauren. Die ganzen anderen Fraktionen, die viel stärker sind als wir, mit unserer einen kleinen Armee. Und dann nehme ich das hier aus und verschwinde wieder in die See und greife vielleicht ein paar von den Städten hier an und platziere da Pirate Outcoves. Warum ist hier Force March am? Bin ich ja gerade hingerannt? Ja. Irgendwie glaube ich nicht, dass wir das verlieren. Wisst ihr warum? Weil wir das in der nächsten Folge wieder cheesen werden. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ihr Spaß hattet, lasst ein Like und einen Kommentar da. Man hört sich beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.